Willkommen bei Metachemie. Wir beschäftigen uns heute mit einer ganz besonderen Person, nämlich mit Erich von Däniken. Freunde, wer mehr sehen möchte, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Es war 1975. Chris de Burgh hatte sein erstes Album rausgebracht. Ein absoluter Rohrkrepierer. Kein Schwein hatte sich dafür interessiert. Und dennoch fand er immer wieder die Inspiration, weiterzumachen. Unter anderem war es ein Buch, nämlich Erinnerung an die Zukunft von Erich von Däniken. Ein Buch, das inzwischen vor 50 Jahren veröffentlicht wurde. Also er saß bei seinen Kollegen, hatte in diesen Wälzer da rumgelesen und war von der Idee erstmal total geflasht. Ey, was ist, wenn die Götter tatsächlich aus dem All kamen und Außerirdische waren? Ja, wenn dieser obskure Stern von Bethlehem tatsächlich ein UFO war. Hey, und da setzte er sich hin und schrieb den inzwischen Mega-Hit A Spaceman Came Traveling. Es wurde seine erste Single, kam auf sein zweites Album raus und es hat sich wieder kein Schwein dafür interessiert. Das Album hieß Spanish Train and Other Stories und kam tatsächlich erst 10 Jahre später in den Charts. 1985, ein Jahr darauf, wurde die Single Lady in Red veröffentlicht. Ja, kennt jeder. Absoluter Welthit. Und durch diesen Welthit wurde seine erste Single, A Spaceman Came Traveling, inzwischen 11 Jahre alt, wirklich erst in den Mainstream gespült und wurde halt ein Kultsong zu Weihnachten, der auch bei mir jedes Jahr läuft. Ich finde ihn super, ich finde es eine echt sehr schöne Hymne geworden. Naja, diesen Track haben wir indirekt also Erich von Däniken zu bedanken. Er hat auch, oder seine Theorien haben auch David Bowie inspiriert und auch Frank Zappa, Inca Road. Dieser Song beruht oder ist eine ironische Bearbeitung der Theorien von Erich von Däniken. Ich hatte das große Glück, dass ich den Erich treffen konnte, persönlich. Wir saßen am Tisch und haben gequatscht. Für meine Radiosendung Metachemie auf Radio Westfalica von Mikrominden. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Aber vorweg will ich noch einmal etwas sagen. Für mich persönlich war es echt eine Ehre, diesen Kerl mal ans Mikrofon zu bekommen für meine Radiosendung. Ich selber bin absoluter Fan von solchen Theorien. Ich glaube, fast alles, was mit Außerirdischen und Aliens zu tun hat, oder mit Geistern oder Bigfoots und hast du nicht gesehen, das sind Geschichten, die faszinieren mich, auch wenn ich den meisten so etwas skeptisch gegenüberstehe oder etwas sehr, habe ich dennoch die Hoffnung, dass da irgendwo irgendwas dabei dran ist und ja, ein bisschen glaube ich auch an so etwas. Was heißt bisschen? Vielleicht ein bisschen stark. Sehr ambivalent bei mir. Aber zieht euch das Interview rein. Willkommen bei Metachemie. Hier ist Vic wieder für euch am Mikrofon und links neben mir sitzt Erich von Däniken. Hallo, grüß Gott ringsum. Wir sind gerade in Lübbecke, heute ist der 11. März. So, 50 Jahre. Wir wollen einen kleinen Rückblick machen. Hättest du je gedacht, dass die Sache so groß wird? Nein. Als ich mein erstes Buch schrieb, Erinnerungen an die Zukunft vor 50 Jahren, war ich Direktor eines Hotels in der Schweiz. Und ich wusste, dass ich für Schweizer Verhältnisse irgendwie auf einem Vulkan sitze. Aber dass das weltweit solche Formate annimmt, daran hätte ich mir nicht im Traume gedacht. Ich glaube auch fast alle oder sogar jedes Buch war ein Bestseller, ne? Ja, ja. Inzwischen sind es 42 geworden. Und weltweit sind wir inzwischen bei rund 70 Millionen Auflage. Was mich aber nie zum Millionär gemacht hat. Zum Büchermillionär schon, aber nicht zum Euromillionär. Okay, 42 Bücher in 50 Jahren. Das hört sich an, du bist die ganze Zeit produktiv. Gibt es da keine Pause oder so? Ich kann nicht. Mich treibt sowas immer innerer Drang. So etwas wie ein missionarischer Eifer, aber ohne Rechthaberei. Es geht mir nie um Rechthaberei. Und jeden Abend nach dem Vortrag sage ich meinen Zuhörern, die letzten Sätze, verehrte Gäste, was ich hier gehört und gesehen habe, ist keine Glaubensfrage. Glauben Sie nichts. Zweifeln Sie alles an. Ich drehe mich noch im Grab um, wenn irgendwelche Spinner daherkommen und aus meinem Gedanken gut sowas wie eine Sekte machen. So, darum geht's nicht. Um was geht's denn? Um den Gedanken, den ich vertrete. Okay, wenn es jetzt nicht um den Glauben gehen soll, was ist denn genau der Gedanke? Warum dieser missionarische Eifer?
Ich bin überzeugt, genügend Informationen zu haben für folgende Behauptung. Vor vielen, vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren lebten in der Steinzeit. Da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, die hatten keine Ahnung, was da abspielte. Und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. Das wussten unsere Vorfahren nicht. Und so sind die angeblichen Götter, die Lehrmeister, eingewandert in die Märchen, in die Mythen, zum Teil auch in die großen Religionen. Und dafür gibt es überzeugende Argumente, die präsentiere ich an einem Vortrag wie dem. Aber ich gestehe jedem, der das anders sieht, zu, schau es von deiner Seite an, vielleicht kommst du zu einem anderen Resultat. Welchen? Jetzt habe ich sogar zwei Fragen. Also einmal habe ich einen Widerspruch gehört, aber dazu komme ich gleich. Die andere Frage ist, welchen Vorteil siehst du genau darin, wenn die Leute auch von der Sache überzeugt sind? Was würde es ändern? Damals, vor Jahrtausenden, als die Typen sich verabschiedeten, haben sie unseren Vorfahren versprochen, wir werden wiederkommen in einer fernen Zukunft. Dieses Wiederkommensversprechen ist eingewandert in alle Kulturen der Welt und in alle Religionen bis auf den heutigen Tag. Und der Vorteil ist, wenn die wiederkommen, trifft auf der Erde etwas Fürchterliches ein, ich nenne es der Götterschock. Wir begreifen es nicht, wir werden nicht fertig mit dem. Wir glaubten immer, wir sind die einzige intelligente Lebensform da draußen. Und die Ikone der Schöpfung. Ja. Und wenn es die schon gibt, wir kommen sowieso nicht zusammen, wegen den Lichtjahren etc. Und jetzt sind sie da. Es ist ein Schock für die Politik, für die Religion. Und ich finde es vernünftiger, über diese Variante, die ich da vertrete, ganz offen im Publikum zu diskutieren. Hallo, wäre das denkbar? Wie sollen wir uns verhalten? Müssen wir Schiss haben vor denen oder nicht? Mein Name ist Matthias Mestermacher, ich bin Radio- und Fernsehtechnikermeister, 55 Jahre alt und seit frühester Jugend Erich von Däniken-Fan. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, denn du hast gerade ein Foto überreicht mit einem selbstgemalten Bild. Ist ja. Das richtig? Ja. Erzähl mir bitte was dazu. Das ist die Grabplatte von Palenque, die ja immer umstritten ist. Der eine sagt, es ist ein Maisgott, der andere sagt, das ist der Gott Pakal, heißt er, glaube ich. Wenn man das mal farbig ausgemalt hat, so wie ich das jetzt gemacht habe, kann man eigentlich erkennen, es ist ein Raumfahrer dargestellt. Malst du öfter solche Bilder? Berufsbedingt bin ich stark eingeschränkt, aber hin und wieder schaffe ich das auch. Im Original ist das Bild 3 Meter, habe ich gehört? Ein Meter mal einen halben Meter. Ich muss hier natürlich hier gleich übertreiben, das ist dann halt so die Presse, ne? So. Ja, natürlich. Super, ich bedanke mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja, ich lege das Bild wieder zurück und Gerne. Ich bin gerade begeistert. Dankeschön. Gut. Alles klar, Dankeschön. Glaubst du, es gibt Regierungen, die Bescheid wissen, dass so etwas tatsächlich mal, ja, dass wir Besuch von denen empfangen hatten? Ich würde nicht sagen Regierungen, aber es sind Wissenschaftlergruppen, die das eindeutig wissen. Dazu eine Bemerkung. Schon in den späten 50er Jahren hat der amerikanische Geheimdienst CIA einen Befehl herausgegeben an alle Dienststellen der Welt. Den produziere ich übrigens auf die Leinwand am Abend. Und da steht drin, alles, was mit Außerirdischen oder mit UFO oder UFO-Gruppierungen zu tun haben, soll der Lächerlichkeit ausgesetzt werden. Jetzt sind unsere Journalisten und unsere Wissenschaftler normalerweise vernünftige Leute. Da geht es nicht um Verschwörungstheorien oder so. Aber keiner mag sich lächerlich machen. So, man greift das Thema gar nicht an. Und wenn schon, dann auf die lächerliche Seite. Wir haben uns seit Jahrzehnten zu nützlichen Idioten machen lassen vom amerikanischen CIA. Und langsam merken wir es, da war viel mehr dahinter an dieser UFO-Geschichte, als wir bisher glaubten. Also es wurde suggeriert, wer sich damit beschäftigt, ist verblödet oder ist ein bisschen plemplem. Ich bin Janice, ich bin 43, ich bin Psychologin und stehe hier und freue mich. Ach, eine Psychologin, das finde ich fantastisch. Erzähl mal, was fasziniert dich an dieser Person beziehungsweise an die Theorien von Erich von Däniken? Was mich an den Theorien fasziniert, lässt sich, glaube ich, relativ schnell beantworten. Es ist, glaube ich, einfach schlichtweg wahr. Okay. Es entspricht der Realität oder die Realität, wie ich sie zumindest wahrnehme. Dinge, für die ich mich schon seit ewig und 3 Tagen interessiere, kann ich mich gut drin wiederfinden. Super. Und als Psychologin kannst du bezeugen, man ist nicht bekloppt, wenn man daran glaubt. Man ist überhaupt nicht bekloppt. Okay. Eher wäre man bekloppt, man täte es nicht. Sehr schönes Wort. Dankeschön. Allerdings, ich war der Sache auch immer sehr kritisch gegenüber. Jetzt habe ich mir auch ihre Videos angeguckt. Sie sind ja jetzt, du bist ja jetzt auch auf YouTube. Und dann auch viele andere Sachen. Auf jeden Fall, wenn man eigentlich
Also ich, für mich persönlich ist das doch relativ eindeutig, dass wir mal Besuch gehabt haben. Und für einen Wissenschaftler, der rational denkt, auch wenn jemand sagt, ey, dann bist du doof, dann muss es doch irgendeinen geben, der sagt, nein, ne? Sowas ist im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt. Das kommt langsam, langsam, weil der Zeitgeist ändert. Ich kenne viele Wissenschaftler, das sind vielleicht etwa 100 und vorwiegend pensionierte Professoren von Hochschulen, mit denen wir gute Beziehungen haben. Und das sind alles vernünftige und sachliche Leute. Und die heute im Alter sagen, weißt du, im Grunde genommen hast du recht mit deiner Idee. Ich sehe das und das auch so. Aber zu meiner Zeit als Hochschuldozent konnte ich nicht dahinter stehen, weil meine Kollegen mich lächerlich gemacht hätten. Es ging ganz einfach nicht. Würdest du vermuten, dass es heutzutage genauso, dass sie das hinter vorgehaltener Hand aussprechen und vor der Kamera sagen, nee, Schwachsinn? Das ist genauso. Aber eben der Zeitgeist ändert. Schau, wenn früher von UFO geschrieben wurde oder irgendwer hat ein UFO-Erlebnis gehabt oder ein Pilot, hat man sich darüber ein bisschen mokiert und ein bisschen lustig gemacht. Heute nicht mehr. Heute findest du im Internet, wenn du CIA reingibst oder noch besser US Air Force, UFO, findest du im Internet Filme, die von amerikanischen Militärpiloten gemacht worden sind, in 10.000, 11.000 Metern Höhe, wo du die Objekte siehst, eingespielt im Flug und wo die Dienste dahinter stehen. Ja, das ist echt gefilmt worden. So, heute wird es nicht mehr lächerlich gemacht, der Zeitgeist ändert sich. Verstehe. Du hattest gerade erwähnt, die haben ein Wiederkunftsversprechen abgegeben. Warum sind sie überhaupt gegangen? Warum gehen bei uns Ethnologen, wenn sie irgendeinen Stamm, was weiß ich, im oberen Kongo studieren, irgendwann verabschieden sie sich wieder und haben wieder, ihre Arbeit ist getan, sie wollen wieder nach Hause. Aber sie versprechen auch den Eingeborenen, wir kommen wieder zurück und sie geben ihnen ein paar Ratschläge, verhält euch so oder so. Wir kommen dann wieder und wären froh, eure Fortschritte zu sehen. Für mich ist das halt nur verwunderlich, dass es halt wirklich doch so viele tausend Jahre gedauert hat, weil es hat sich ja so viel bewegt. Für mich als Ethnologe bin ich ja nicht, aber es wäre ja doch interessant mal nachzuschauen, ey, wie hat sich der Stamm in 50, 100 Jahren entwickelt, geschweige denn in tausenden von Jahren. Na? Schau, die Distanzen von Stern zu Stern sind nun mal riesengroß. Und in kurzen Intervallen, so alle 50 Jahre mal einen Besuch zu machen, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich schließe es nicht aus. Wir wissen ja nicht, was für Technologien die haben. Aber normalerweise zwischen einem Besuch und dem anderen werden schon 2-3 Jahrtausende stehen. Ist das ein Stichwort Mehrgenerationen-Raumschiff? Definitiv. Darüber referiere ich auch an meinem Vortrag. Okay. Jetzt nochmal so zu dir persönlich. In den ganzen 50 Jahren hattest du da niemals Selbstzweifel gehabt? Niemals das Gefühl, ich höre auf, das macht keinen Sinn mehr? Nein, absolut nie. Aber natürlich hat sich immer wieder gezeigt, dass man da und dort sich geirrt hat. Das ist komplett normal. Das ist in der Wissenschaft normal und sowieso bei einem jungen Autor, mein Gott, vor 50 Jahren, da war ich mal 30 und da war man ziemlich selbst überschätzt und man war auch unkritisch der Kritik gegenüber. Dann wird man älter und merkt, die Kritik ist nicht nur blöde, die hat doch da und dort recht gehabt und du hast dich da und dort geirrt. Das ist in der Wissenschaft nicht anders. Wenn du heute ein wissenschaftliches Werk in die Hand nimmst, das 50 Jahre alt ist, da kannst du einiges abschreiben. Das ist normal. Stimmt. So, ich bin der Sache nie untreu geworden. Ich war immer überzeugt, weil immer bessere Argumente kamen. Aber in einzelnen Punkten sagen, hallo, da warst du falsch, durchaus ja. Das finde ich krass, dass man 50 Jahre da wirklich so durchgehalten hat. Ja, mein Name ist Gabriele Pörtner. Ich komme aus Porta Westfalica. Und ich bin schon seit Jahren ein Fan von Erich von Däniken, weil ich seine Ausführungen total interessant finde. Und das ist etwas ganz anderes. Und er ist auch überzeugend mit seinen Argumenten und so, dass man einfach zuhören muss. Und also ich mir das auch immer gerne anschaue. Überzeugend ist das eine, was ich auch nochmal so faszinierend finde. Ich hatte mit der Managerin gesprochen, der wirkt dann auch so jung plötzlich. Ne? Man kann es nicht glauben, dass er schon so alt ist. Man kann es wirklich nicht glauben. Hm. 85 wird der junge Mann jung. Wie bist du zu Erich von Däniken gekommen? Ja, es war ein ziemlicher Zufall. Also es war schon einige Zeit her, da wurde es mal im Fernsehen ausgestrahlt, eine Sendung von ihm. Und da habe ich immer gedacht, was erzählt er denn bloß da, was ist das denn? Und ich konnte das natürlich alles gar nicht glauben, aber er hat es wirklich so überzeugend rübergebracht, dass man einfach zuhören musste. Und dann
kurze Zeit später mal wieder nachgeguckt und dann kam wieder etwas Neues und mittlerweile ist es ja so, dass alles über YouTube auch zu sehen ist. Richtig, und dann habe ja. ich das auch angeklickt und habe dann geschaut, was es Neues gibt. Und Vorträge sind ja auch immer öfter, auch in Hannover, ist ja nicht weit. Ich wohne in Porta Westfalica. Aha, okay. Und dann kann man dort auch mal vorbeischauen. Bin ich zwar bis jetzt noch nicht gewesen, aber ja. Wer weiß, ja. vielleicht wird ja was. Genau. So, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich wünsche gerne. Dir viel Spaß heute gerne. Beim ja, dann, Vortrag. Ich freue mich heute Abend. Ich mich auch. Was erwartet uns? Wie sehen deine Pläne aus? Also, meine Pläne, ich bin inzwischen 85, steinalter Herr. Und solange mein Verstand funktioniert und offenbar mein Mundwerk auch, möchte ich weitermachen, solange die Gesundheit das zulässt. Irgendwann wird Feierabend sein. Und ich bin überzeugt, die Zukunft für die Menschheit ist eher gut. Natürlich haben wir Probleme aller Art, die abzuleugnen wären Blödsinn. Und natürlich werden wir damit irgendwann fertig, auf die oder die Art und Weise. Aber irgendwann tauchen auf Außerirdische aus. Ich schätze, in den nächsten 20 Jahren ist das passiert. Und darauf sollten wir uns vorbereiten, damit wir keine Angst haben. Die fressen uns nicht, die piesacken uns nicht, die töten uns nicht. Das sind unsere Lehrmeister. Die hätten es schon tun können eigentlich, ne? Wenn sie wollten. Hätten die jederzeit tun können, ja. Aber in der ganzen Mythologie, bei allen Autoren der Antike, damit meine ich die Männer, die vor 2000 und mehr Jahren Geschichten geschrieben haben, sind die sogenannten Götter immer die Lehrmeister der jungen Menschheit gewesen. Ja, interessant. Noch ein kurzer Ausblick. Kannst du dir vorstellen, dass Präastronautik tatsächlich irgendwann mal in der Schule oder an einer Uni gelehrt wird? Das fängt schon an. In den USA fängt das schon an. Das ist ja krass. Dort nennt man das Paleo-Seti. Also Paläontologie, früher ja. alte Geschichte. SETI sind die vier Buchstaben. Im Englisch S-E-T-I steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Und das gibt schon die ersten Kurse dort. Wenn ich in den USA Vorträge halte, dann sind das 4.000 bis 6.000 Leute, die anwesend sind. Hier bei uns zu Hause geht das immer noch einen kleinen Kreis. Ja, ich rede von Zukunft und es passiert tatsächlich jetzt schon. Ja. Sensationell. Die Zukunft hat schon begonnen. Ja. Mein Name ist Julie Bade, bin 25 Jahre alt und komme aus Oldenburg. Wie bist du auf das Thema Präastronautik gestoßen? Ich bin durch ein Buch von meinem Vater darauf gestoßen. Das ist von Walter Ernsting gewesen, der Tag, als die Götter starben. Und da wurde er Erich von Däniken erwähnt und so kam ich dann darauf und fand es halt einfach interessant, auch einfach mal gegen den Strom zu schwimmen und er hat schon echt super Theorien. Ja. Ich verstehe. Ich habe auch so auf einem halben Ohr mitgekriegt, das Buch wurde auch für deinen Vater signiert. Ist das ja, richtig? Genau. Mhm, genau. Okay. Ja. Der weiß noch nichts von seinem Glück, oder? Nee, der ist leider verstorben, schon ein bisschen länger her. Okay. Mein Beileid als erstes so. Ne? Das erste Mal Erich von Däniken live? Ja, genau. Okay. Das war total cool, weil ich hatte mich ein bisschen im Internet informiert gehabt, ob er überhaupt nochmal solche Veranstaltungen gibt. Und ja. Dann war das auch quasi 2 Monate später schon soweit und jetzt bin ich hier. Ja, mit 84 so etwas nochmal zu machen, das finde ich auch faszinierend. Ich bedanke mich erstmal für die Antworten und wünsche dir viel Spaß heute Abend. Ne? Ja, danke schön. Ihnen auch einen angenehmen Abend. Vielleicht nochmal ein Wort an die Zuschauer. Warum lohnt es sich, von Däniken live zu besuchen, während man doch die ganzen DVDs und die Bücher zu Hause hat? Das Original ist immer das Bessere als jede Kopie. Ich bin nun mal, wie ich bin, um mich persönlich erleben zu dürfen, ist immer besser, als ein Buch zu lesen oder irgendwelche Ausschnitte aus einem Video zu sehen. Zudem, was ich im Vortrag zeige, sind nicht nur Bilder. Was ich sage, wird bildlich belegt. Es gibt Computeranimationen. Man ist irgendwie von der Dokumentation erschlagen. Super. Ich bedanke mich, dass ihr so fleißig zugeschaut habt oder zugehört habt, je nachdem, ob ihr zuerst auf YouTube eingeschaltet habt oder auf Radio Westfalica. Ich verabschiede mich. Ich bin Vic von Metachemie. Und ich sage nochmal Danke. Und ich bin der Erich von Däniken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war das besondere Video für heute mit Erich von Däniken. Wenn ihr Themenwünsche habt, die ich einmal aufgreifen soll, ob es jetzt das aktuelle Virus ist und der normale Wahnsinn oder das wahnsinnig Normale, das damit einhergeht, egal welche Themenwünsche ihr habt, schreibt sie mal in den Kommentaren. Vielleicht lassen sie sich irgendwie in unser Format einbetten. Wir schauen mal nach. Ansonsten war es das erstmal für heute. Ich bin Vic von Metachemie. Bis bald und schönen Abend euch.